Guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Vlog. Ich habe mir gerade so ein paar French Toast gemacht. Wenn ihr die, so wie ich sie gemacht habe im Intro, auch machen wollt, benutzt Öl. Ich hatte kein Öl mehr. Es geht nicht darum, dass sie kleben bleiben, sondern einfach nur, dass die Hitze sich ein bisschen besser verteilt. Jetzt frühstücke ich erstmal in Ruhe und guck dann, was den Tag über ansteht. Okay, Update. Feedback durchgegangen, es gibt keine größeren Script-Changes. Das heißt, ich warte jetzt auf die Zuarbeit von Timon, dass er die Shotliste einigermaßen hat, damit ich abschätzen kann, wie lange brauchen wir tatsächlich für jede Szene zu drehen. Ich habe es jetzt mal so ganz grob runtergebrochen, wenn ich das Ganze drehen würde, dann würden wir insgesamt 25,5 Stunden zum Drehen brauchen zuzüglich. Location Dressing plus wir haben einmal einen Location Wechsel. Das heißt, ja, so gute 10 Stunden Tage, 4 Stück, das sollte gut funktionieren. Ich warte noch ganz kurz auf eine Kleinigkeit von Jacqueline und wenn das dann fertig ist, dann kann ich hier das erste auf fertig setzen, was glaube ich ein sehr schönes Gefühl sein wird. Und dann sind wir in der Rücksprache mit dem Team. Ja. Heute wird hier ein bisschen mehr grün. Jetzt gut. Und draußen ist es grau. Später kommen noch Pakete von mir. So gut, alles was ich irgendwie hier am Schreibtisch machen kann, ist momentan so pausiert, weil es halt einfach auf Rücksprachen wartet. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, ich will ein paar VFX-Sachen vorher ausprobieren, bevor wir sie am Set machen, damit ich weiß, wie wir das Ganze am besten machen. Und dafür, ja, baue ich jetzt mal eine Kamera auf, ein Licht steht hier schon. Dann spielen wir mal ein bisschen mit VFX rum. Das war jetzt gerade schon der erste. Sehr aufwendig. Und ich finde, wir haben seit neuem diesen kleinen Monitor. Ich finde das voll geil, das so ein Ding zu haben. Es ist mittlerweile ein bisschen später. Ich habe irgendwie nicht mehr so viel für die Produktion gemacht, sondern was anderes. Ich werde jetzt mal die LED-Panels weiterbauen, damit das Video, was ihr gestern, hoffentlich gestern gesehen habt, auch gestern kommen kann. Und dann melde ich mich heute Abend nochmal. Wie relativ unschwer zu erkennen ist, ist hier mega das Chaos nach dem Bauen. Das war gestern nicht so. Aber dafür ist das Panel fertig. Das heißt, das Video kann hoffentlich morgen kommen. Aber ich muss jetzt erstmal hier noch runter aufräumen. Let's go. Also bis auf das Hauptchaos hier ist alles fertig, aber das muss ich später noch fertig machen, deswegen kann ich es nicht wegpacken. Wir springen mal ganz kurz in die Location, weil die Pose ist irgendwie nicht so angenehm. Langsam füllt sich mein Flur da hinten und das ist irgendwie eklig, wenn da so richtig viele Pakete stehen und warten drauf, ausgepackt zu werden und du so, nö, darf nicht. Ein Paket durfte ich heute schon aufpacken und zwar meine private Amazon-Bestellung und über ein spezielles Produkt will ich da drüber reden und zwar über das hier. Nicht wundern, das hier ist unsere alte Filmklappe von Newer, die hat es 3 Produktionen geschafft. Gut, eine davon war halt
ja, relativ intensiv. Die sieht so dreckig aus und falls ihr jetzt sagt, versuch mal Nagellackentferner, das Szene hier kann man nicht mehr lesen. Das Problem ist, wir können hier einfach nichts mehr drauf lesen. Und ich war so vor der Entscheidung, okay gut, ich mag die Filmklappe eigentlich, bestellst du sie nochmal. Jetzt habe ich hier aber eine andere bestellt. Und zwar die hier. Die ist bunt, das fand ich cooler. Und sie hat ein paar Features, die die hier nicht hat, worüber ich gerne noch reden will. Einmal, ich finde, die macht irgendwie die hier, ja, die macht zwar einen plastikeren Eindruck, aber einen stabileren. Die ist auch ein bisschen schwerer so gefühlt. Was für mich hier das absolute Killer-Feature ist, ist der Stift. Der Stift kann in der Filmklappe sitzen und das ist so gut, weil wir schon so häufig den Stift gesucht haben. Es kamen zwei solche Stifte mit dabei. Und sie ist nicht ganz so schwer und ich finde, sie ist auch ein bisschen billiger verarbeitet. Mal schauen, ob die auch nach dem ersten, zweiten Dreh so auseinanderfällt, so wie die hier. Die ist nämlich, ich glaube, ja, beim ersten Drehtag ist die irgendwie so nach der Hälfte, ist er so, hat sich getrennt, einfach Cover genommen, fertig, hält. Seit irgendwie 2,5 Jahren. Mal schauen, wie es bei der hier ist. Die ist auch magnetisch schön zusammen. Ich packe euch mal den Link davon in die Beschreibung. Nur das Einzige, der ist deutlich leichter als der Balken. Und dadurch, finde ich, lässt sich die hier ein... Keine Ahnung, ist wahrscheinlich Gewohnheit. Was auch gut ist, die hat hinten ein bisschen mehr Grip als die alte. So. Was es einfacher macht, sie so zu halten, weil ich hatte es ganz häufig, dass ich mir dabei schon auf die Finger geschlagen habe und das tut halt weh. Mal schauen, wie die nach der ersten Produktion aussieht. Also so als Vergleich, das hier ist das vorher und in anderthalb Wochen oder so lade ich ja mal ein Video mit dem Nachher hoch. Aber das war's jetzt mit diesem Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich morgen beim Mega-Unboxing. Ciao.